Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Crusaders of the Lost Island. Ich bin gerade erst aufgestanden und, wobei, ist schon ein paar Minuten her, aber natürlich ist dann, ich glaube, so spät kam noch nie ein Update, oder? Irgendwie auf jeden Fall nach 0 Uhr, glaube ich, oder auf jeden Fall nach 23:30 kam dann tatsächlich noch das Update zur Princess Pool Party. Wir sind in Version 0.92 und theoretisch müsste ich meinen Reset fertig gemacht haben und müsste jetzt in der Auswahl zum Objective sein. Yay, das hat funktioniert. Ich war mir nicht so sicher, ob das hundertprozentig funktioniert, wenn ich quasi auf dem Handy bei dem Screen zumache und dann auf die Steam-Version wechsle. Aber es funktioniert. Gute Sache. Dann starten wir doch einfach mal und rekrutieren Bernard, the Bartender. Swaps with Investigator Kane. Hieß der nicht immer Detective Kane? Heißt der jetzt Investigator Kane? Okay, und wir kriegen dann noch Princess Val. Okay, the Mermaid. Okay. Swaps with Sal the Merman. Finde ich gut. Kriegt der nämlich mehr EP-Boni. Finde ich total super. Also ich werde sie wahrscheinlich auf keinen Fall benutzen. Aber Moment. Hat Cell nicht schon? Nee, Cell hat erst zwei zum Tauschen im Slot, ne? Ja, okay, egal. Wir machen erstmal Bernard und dann gucken wir mal weiter. Okay, wir haben also einen Gold Crusader und einen potenziellen DPS Crusader. Wie das mal davor. Und das mal davor. Gut. Time to hop on a plane for some place warm. It's time Princess Pool Party and bla bla bla. Das kennen wir ja alles. Ich würde ganz gerne. Ich gucke da gleich nochmal rein, bevor wir sagen, darf ich Klickschaden machen? Das wäre nett. Oh Gott, was hier abgeht. Ich hätte gern erstmal irgendwie ein paar Leute hier am Start, die ein bisschen Schaden machen. Und dann muss ich, glaube ich, es ist aus. Naja, genau, Auto Progression mal aus. Oh Gott, erstmal diese ganzen Nachrichten hier weg. So, das sind... Was sind denn das überhaupt? Ich habe es letztes Mal, glaube ich, schon für Kondome gehalten, aber ich glaube, es sind keine. Okay, ja, ja. Ich wüsste einfach gern, was diese Tokens sind. Steht das... Moment, das steht wahrscheinlich in der Objective-Übersicht, oder? Nee. Sunscreens, okay. Sonnencreme. Ist das. Sonnencremetuben. Ganz klar. So, was passiert denn hier eigentlich? Der blockiert einen Slot. Und irgendein random Crusader wird alle 8 Sekunden betrunken für 20 Sekunden. Und hat damit seinen Schaden reduziert. And disabling their FAs wird wahrscheinlich Formation Abilities sein. Okay, also der bringt dann keine Buffs mehr. Und der Schaden ist reduziert. Das ist okay. Bis wohin müssen wir gehen? 300, ja, easy. Machen wir. Wir gucken noch mal ein bisschen rum und ich würde sagen, ich guck mal, dass ich das wieder so wie beim letzten Replayable Event mache, dass wir uns quasi... Entschuldigung. Dass wir uns in einem Video durch die ganzen Objectives so ein bisschen durchtasten und ich dann quasi aus jedem Objective so einen kleinen Ausschnitt zeige. Das finde ich, glaube ich, ganz okay. Abgesehen davon muss ich die Stats anpassen. Nicht viel, aber ein bisschen. Zwei Resets mehr. 5000 Idols mehr. Den mal gegessen. Ist doch richtig, oder? 737.000 und 917, ja, ist richtig. Okay. Ja. Ich bin versucht, Spawn-Speed-Buffs reinzuhauen. Andererseits muss ich ja erstmal Sunscreen sammeln. Das Schöne ist, es gibt einfach kein fünftes Tier-1-Objective neu. Also es gibt natürlich ein fünftes Tier-1-Objective. Das gab es aber im Vergleich zu allen bisherigen Replayable-Events auch vergangenes Jahr schon. Das heißt, das ist jetzt das erste Event, wo eben das fünfte Tier-1-Event schon erledigt ist, für mich in dem Fall, und ich direkt in Tier 2 starten kann und nicht noch ein lästiges Tier 1 Objective hinten dranhängen muss. Was auf der anderen Seite aber auch bedeutet, eine Jewel Chest weniger, also eine garantierte Jewel Chest weniger, was nicht unbedingt gut ist, weiß ich noch nicht. Mal gucken.
Ich wollte in Questlog mal gucken. Wo ist es denn? Hier, nee, nicht Options, News, Changelog. Was haben sie denn so gemacht? Ja, die Objectives, ist klar. Die gucken wir uns auch gleich noch an. Reduced lag during area transition. Okay. Na, da haben sie ja, außer das Event hinzuzufügen, richtig viel gepatcht. Großartig. Hat sich total gelohnt. Ich könnte natürlich schon mal überlegen, wie ich hier meine Formation zusammenbastel. Ich habe mir da in der Tat im Vorfeld schon einen Plan gemacht. Allerdings macht das wenig Sinn, bevor ich nicht alle Crusader habe. Und eigentlich macht es auch wenig Sinn, bevor nicht alle Slots frei sind. Also von daher machen wir das dann im Freeplay. Passt schon. Bis dahin ist es eh egal. Auf jeden Fall wird Robo Center in den Slot kommen. DPS ging, glaube ich, in den Slot hier. Nee, ich glaube, DPS ging sogar in den vordersten Slot, oder? Oder doch nicht? Ich bin mir unsicher. Oder hatte ich DPS sogar? Oh, Moment. Der grenzt hier an 3 an, ne? Hab ich hier nicht irgendwo... Oh Gott, ich muss vor allem mal das und das machen. Ja, wobei seine Formation Ability ist ja jetzt eh raus. Grütze. Na egal, aber ja nicht für immer. Müssen wir ganz kurz gucken, wer hier... Okay, der Slot hat tatsächlich nur einen angrenzenden. Bietet sich dann natürlich an, da irgendwie Roboturkey hinzupacken. Hier ist Sal. Aber da muss ich... Ja, ich mach mal... Also, ich sehe im Moment hauptsächlich ein Problem da drin, irgendwie die Shadow Queen vernünftig zu platzieren. Aber ich mache mir da mal einen Plan. Und dann... was gibt's eigentlich... Hier gibt's noch was. Sehr schön. Außerdem gibt's neue Objectives. Wie heißt es denn? Neue Missionen. Dankeschön. Für knapp 3000 Idols, ja. Das sieht auch easy machbar aus. Queen Ziri brauchen wir im Moment eh nicht. Mr. The Monkey brauchen wir auch nicht. Und du kannst auch weg. Nice, 100% Chance. Ja, gute Sache. Oh Gott, können bitte die Grafiken nachladen. Alter, es geht mir so auf den Keks, ne? Dass sie das immer noch nicht geschissen bekommen haben. So, Metal Detector Buff, dankeschön. Ach, eigentlich können wir auch gerade mal Mr. Bockens schicken, ne? Den brauchen wir eh nicht. Und den schicken wir sonst so selten auf Missionen. Und eine Stunde kann er das ruhig machen. Und du auch. Ihr braucht dringend EP. Genauso Littlefoot brauche ich nicht wirklich. Zumindest nicht, solange die Objectives laufen. Und dann... Tja, einer von euch beiden Schnuffis. Du einfach mal. Alright, und dann... Dich zusammen mit... Wir brauchen mal ein zweites Magical Animal. Definitiv. Fällt mir gerade so auf, Robo Center könnte ich schicken. Den brauche ich jetzt auch nicht zwingend. Andererseits könnte ich ihn schicken und habe ihn dann endlich auf 200. Andererseits habe ich sonst nicht so viele Gelegenheiten, Robo Center zu schicken und es sind nur 10 Minuten. Von daher, passt schon. Alright, alright, alright. Ist Mini eigentlich schon auf 200? Nee, auf 170. Naja, egal. Ah, damn. Bevor die Mission... Also ich hatte Kroglock auf einer Mission, wo der 2 EP bekommen hat. Davor war es schön auf 1111 EP, der Slot. Gut, aber man kann ja nicht alles haben. Ja, also, ne, ihr wisst, was in dem Recruiting Objective abläuft. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Objective wieder. Bis gleich. Nach einem kleinen, ungeplanten Zwischenstopp in einem Preplay sieht es jetzt so aus, dass ich jetzt endlich in der zweiten Rekrutierungsmission bin. Kleiner ungewollter Zwischenstopp deswegen, weil ich natürlich vergessen hatte, am Ende der ersten Mission oder beziehungsweise am Ende des ersten Objectives noch Time Warps einzusetzen, um genug Tokens zusammenzukriegen. Wie irgendwie gefühlt die letzten 3 Events, jedes Mal. Aber okay, so sieht's aus. Und ja, dieses Objective ist wahnsinnig spannend. Hier sind 5 Slots blockiert von Prinzessin Sal.
Val, Entschuldigung, Salus, ja, der Prinz. Wo ist er? Noch gar nicht freigeschaltet, bedauerlich. Ja, auf jeden Fall blockieren Sie und Ihr Hofstaat 5 Slots und that's it. Spannend. Total. Ich finde es ein bisschen super, dass sie auf einem Seepferdchen reitet. Das finde ich sehr, sehr super. Und ich habe mich schon gewundert, warum sie so komisch auf dem Seepferdchen sitzt. Aber sie kann ja schlecht ein Bein links, ein Bein rechts. Sie hat ja keine Beine. Ja, schade. Nun gut. Die anderen Viecher erinnern mich so ein bisschen an die... zum einen an die Gorgonen aus Titan Quest und zum anderen, oh, wie hießen denn die Viecher in Diablo 3 im zweiten Akt? Ihr wisst, welche ich meine. Da erinnern die mich ein bisschen dran. Nun ja, jetzt frage ich mich, ob sie auch Animal ist. Wäre interessant rauszufinden. Wir können prinzipiell schon mal gucken, was hier Mr. Knispel macht. Wie heißt er? Bernard. Können wir den schon? Ach Mist, nee, das können wir noch gar nicht machen. Das machen wir mal später. Wir müssen den ja auf 400 leveln. Das habe ich gerade ein bisschen ignoriert. Wir müssen den ja auf 400 leveln, bevor wir alle Skills da haben. Von daher... Ja, natürlich wechselt genau in dem Moment die Area. Natürlich. Ja, aber ansonsten werde ich hier... sehr stumpf das Ganze einmal durcheideln, wieder bis Area 300 und wir können schon mal gucken, was die nächsten Objectives sind. Da habe ich noch gar nicht reingeschaut, also abgesehen davon, dass die alle 2500 Screens brauchen. Hier ist schon mal kein Slot belegt, das ist ganz gut, das heißt, da kann ich auf jeden Fall schon mal meine Formation fertig machen, dann, oder mir überlegen, wie ich meine Formation bauen möchte, meine Standardformation. The Great Migration. Enten, Gänse, eher Gänse. Migrating birds fly at your formation. The birds insta-gib any crusader hit in a puff. Of feathers and blood. Gross, was? Das ist, also entweder reicht mein Englisch da nicht aus oder es ist grammatikalisch grenzwertig. Also wenn ich es richtig verstanden habe, explodieren sie in einer Wolke aus Blut und Federn und insta-killen dabei aber den erstbesten Crusader, den sie treffen. Also quasi... genau das gleiche wie Final Battle, nur mit anderen Grafiken. Wow, hab ich da Bock drauf. Wow, hab ich so richtig Bock drauf. Bis Area 400. Fantastisch. Freue ich mich schon ungemein. Vielleicht eidle ich das dann doch wieder mobile durch. Allerdings kriege ich das dann heute niemals fertig. Girls Get Away. Was haben wir denn hier? Only Female Crusaders? Oder was? Der Bushwacker ist mit dabei, Bernard ist mit dabei und ansonsten können nur Female Crusaders benutzt werden. Oh, und Nate. Who needs to reset the world? Ja, das ist ja irgendwie auch eine billige Ausrede, weil prinzipiell haben sie ja oft genug die Resettability-Fähigkeit auf einen anderen Crusader transferiert, bei speziellen Objectives. Zum Beispiel auf Fire Phoenix. Was ja auch ein Female Crusader wäre. Aber gut, ist Nate eben meinetwegen auch noch mit drin, soll mir recht sein. Also das ist halt so, okay, das eideln wir durch. Don't get sunburned. Crusaders earn XP every 60 minutes. Not affected by talents. But instead of buffing them, each point of XP reduces their DPS by 50%. Ist das additiv oder multiplikativ? Wenn es additiv ist, muss ich das nämlich in 2 Stunden durchhaben. Any Crusaders you keep in your formation for too long will have their DPS reduced to a silver until you reset. To a silver, okay. Also müssen wir... Okay, also ja, letztendlich tauschen wir dann einfach... das ist eigentlich eine ganz nette Idee. Das erfordert fast ein bisschen Taktik. Das ist mal ein Objective, wo man ein bisschen nachdenken muss und was nicht hart abnervt. Das heißt, man muss hier so, naja, spätestens alle 1,5 Stunden einmal den Main-DPS wechseln. Was ja aber nicht das Problem ist. Ich habe ja 15 oder so, die ich halt... Bis welche Area müssen wir? 550? Das wollte ich eigentlich gerade gucken. Ah, bis 500 sogar nur. Ja, easy. Okay, also das ist dann eher weniger das Problem.
Das ist schon okay. Ups. Hat man da kurz gesehen, dass ich Bloons Monkey City im Hintergrund offen habe? Nein, nein. Überhaupt nicht. Ich dachte, ich minimiere den Browser einfach mal im Hintergrund, aber nun ja. Passiert. Ja gut, dann ich rekrutiere erstmal die beiden Leute hier noch und dann fertig. Und dann schauen wir mal, was die noch so können. Ich glaube, dann sehen wir uns am ehesten eventuell ganz kurz in dem Great Migration wieder. Migration, oder? Migrating? Es heißt mal nicht Migrating, aber Migration? Ist völlig egal. Also da gucke ich gegebenenfalls nur kurz rein. Ich weiß noch nicht, ob ich das wirklich mit Auto-Progression auf dem Handy mache. Weiß ich noch nicht. Mal gucken, wie nervig es ist. Und ansonsten sehen wir uns spätestens ja, dann hier wieder. Ja. So oder so, bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder und stellen fest, es ist alles halb so wild. Denn im Gegensatz zu, wie hieß der Spaß? Death Curse, Final Battle. Im Gegensatz zu Final Battle sind die komischen Gänse einfach targetable. Das heißt, sie sterben einfach instant, sobald sie ins Bild kommen, was wir jetzt gerade in der Boss-Area nicht sehen, aber in der nächsten Area sehr wahrscheinlich. Das heißt, ich rausche hier einfach bis Area 400 durch und muss mich um die Besonderheit dieses Objectives überhaupt nicht kümmern. So, mal gucken, kommt bestimmt gleich irgendwo so eine Gans da. Papp, ist sie weg. Gut. Ich will mich nicht beschweren, ist mir auf jeden Fall so deutlich lieber als andersrum, von daher soll mir alles recht sein. Zudem habe ich schon mal festgestellt, dass ich... Wo ist sie? Where is she? Hier. Dass ich Val ganz nett finde. Aufgrund einer Sache. Zum einen sieht sie unfassbar high aus. Was aber nicht der Grund ist, warum ich sie super finde. Sie ist einfach super, weil sie... Female Royal Animal ist und damit Storming the Castle alleine besetzen kann und ich halt einfach noch irgendeinen Crusader mit dazu packen kann für EP. Das heißt, ich kann bei Storming the Castle endlich männliche Crusader mit reinpacken und habe also männliche Crusader, die noch EP brauchen und trotzdem 100% Chance haben. Das finde ich sehr, sehr fantastisch. Dafür mag ich sie jetzt schon sehr. Abgesehen davon braucht sie ja auch EP, von daher ist das alles schon ganz gut. Da schmeißen wir dich mal rein und dann irgendein Damage Dealer. Du zum Beispiel bräuchtest noch EP. Du brauchst auf jeden Fall EP, du hast erst 54. Holy Schmokes, Rudolf, was läuft bei dir falsch? So, abgesehen davon ist das so meine Formation, die ich mir zusammen gebastelt habe. Ich bin irgendwie noch nicht hundertprozentig damit glücklich. Ich krieg halt Brogon irgendwie nicht unter. Vernünftig, deswegen habe ich jetzt Mama Kane erstmal wieder mit reingenommen, aber abgesehen davon ist es, glaube ich, ganz okay soweit. Also könnte deutlich schlimmer sein. Weiß ich nicht. Kann man, glaube ich, mitarbeiten. Für Verbesserungsvorschläge bin ich aber jederzeit offen. Also falls irgendjemand sieht, oh mein Gott, was machst du da, das geht überhaupt nicht, tausch mal das und das. Jederzeit gerne. Ich hatte auch erst überlegt, ob ich tatsächlich Kuri mit reinnehme und ihn dann noch mit Cell buffen lasse. Das könnte ich in der Tat mal kurz ausprobieren. Was da mehr Schaden macht, dazu würde ich Cell aber ganz gerne erstmal nochmal leveln. Alright, und dann müssten wir idealerweise mal kurz in der Area bleiben. So, wir sind bei 239T, alles klar. So, dass wir jetzt erstmal weniger machen, ist klar. Oh, Alter. Ne, da ist Mama Kane auf jeden Fall sinnvoller. Alles klar. Finde ich gut. In dem Fall weiter im Programm. Und wir gucken uns mal... Ich kann mir den Namen nicht merken. Bernard. Bernard, den Bartender, an. Ich habe bei dem schon mal ganz kurz reingeschaut. Und finde ihn so... mäßig okay. Erstmal hat er natürlich ne, hier von wegen, ich erhöhe meinen eigenen Schaden, was für einen Goldfang Crusader nach wie vor vollkommen irrelevant ist.
Dann hat er hier Tipps, Grants, okay, die 50% Chance streichen wir mal prinzipiell. Also an sich ist das, glaube ich, eine 10% Chance, dass... Also das sind halt alles variable Zahlen, also sowohl diese 50, ich lese es einfach erstmal vor. Also er hat im Moment eine 50% Chance, dass ein getöteter Gegner 20% mehr Gold droppt plus 20% mehr für jeden weiblichen Crusader in der Formation. Das heißt, im Moment hat er eine 50% Chance, dass ein Crusader 40% mehr Gold droppt. Soweit so klar, würde ich sagen. Habe ich gerade 40 oder 140% gesagt? Ich meinte, wenn, dann auf jeden Fall 140%. So, sowohl diese 50% als auch die 20% for each female sind variabel. Also das wird sowohl über Items wahrscheinlich noch verbesserbar sein. Und ja, hier hat er erstmal Magnify und hier kommt dann nämlich schon der eine Punkt. Increase the chance of tips dropping extra gold by 10% for each crusader next to burn at the bartender. So, bei einem Maximum von 3. So, das heißt, wir können hier maximal 30% Bonus raushauen. Wenn mehr als 3 an ihn angrenzen, dann verringert sich der Bonus wieder. Also bei 4 sind es dann nur noch 20%, bei 5 sind es wieder nur noch 10% extra. Ne? Also man möchte da exakt 3 an ihm dran haben in dem Fall. Und der Standardwert ist eben eine 20% Chance und das Maximum ist im Moment eine 50% Chance. Kann aber, wie gesagt, wahrscheinlich mit einem Item erhöht werden. Warum droppen hier denn so Silbermünzen? Ah, ich verstehe. Das sind die, die mehr Gold geben. Macht richtig viel Sinn, dass das sogar farblich angezeigt wird. Das ist ganz nett. So, und dann haben wir hier noch, ja, ja, das Level 200 Upgrade. DPS für alle Crusader 20%, ja. Und dann wird hier nochmal jetzt dieser Wert, den ich meinte, ne? 20% for each female Crusader. Also diese 20% sind halt prinzipiell nicht variabel, aber das kommt hier eben erst durch den Skill dazu. Also diese 20% for each female Crusader sind normalerweise nicht mit dabei, das kommt erst durch den letzten Skill hier mit dazu. Und da wir im Moment offenbar 6 female Crusader in der Formation haben, zählen wir mal 1, 2, 3, 4, 5... 6, ja, kommt hin, haben wir halt 20 plus 120, also droppen die im Moment 140% mehr Gold. Das kann gegebenenfalls mit Items ganz nett werden. Im Moment ist es aber so, so mit Detective Kane habe ich eben im Moment statt irgendwie 8 Billionen Gold Bonus halt 45. Also naja, sind knapp 9, also sagen wir mal so das 4,5-fache an Goldbonus im Vergleich zu ihm. Also müsste er mit Items und allem schon irgendwie auf eine 100% Chance für, keine Ahnung, 400% Gold kommen, damit sich das irgendwie lohnt oder damit ich irgendwie in Erwägung ziehen würde, dass es Sinn macht. Also zumindest bei einer Viererreihe. Würde sagen, der ist halt super, wenn man eine sehr, sehr kleine Formation hat. Bestenfalls eine Dreierreihe, vielleicht auch nicht mal das. Oder wenn man ihn halt einfach irgendwo in der Formation platzieren will, wo er halt nicht nervt. So quasi, ich packe ihn hier an den Rand meiner Formation, da muss er auch nicht viele Slots in der Reihe haben. Das passt schon, dafür ist er, glaube ich, ganz nett. Aber so grundlegend finde ich den bislang eher mäßig. Kommt ein bisschen darauf an, was der noch für Equipment bekommt. Fraglich, fraglich. So, gucken wir mal, was die gute Val so kann. Hab ich. Ich war der festen Überzeugung, ich hätte sie schon. What? It is XP point for every. Okay. Ich war trotzdem der festen Überzeugung, ich hätte sie schon mit auf Storming the Castle geschickt. Und deswegen müsste sie praktisch eigentlich mindestens ein EP, ach ja, EP, nicht XP. Entschuldigung, mein Fehler, falsch gedacht. EP. Und ein EP hat sie auch, nicht XP. Alles gut. Ich bin einfach nur verwirrt. So, kriegen wir die schon auf 400? Ja, letzte können wir zwar noch nicht leveln, aber das ist okay. Gucken wir doch mal. Heals Crusaders.
jetzt schon raus. Heals Crusaders next to Princess Well, the Mermaid, by 20% of the maximum health every second. Split between the number of adjacent Crusaders. Okay, also sie heilt prinzipiell alle Crusader, die an ihr dran sind, um 20% der maximalen Hitpoints. Und diese 20% werden wahrscheinlich noch geteilt durch... Naja, ob man dann den finalen Wert oder die 20% teilt, ist halt auch egal. Also auf jeden Fall wird dieser Wert noch geteilt durch die Anzahl der Crusader, die an sie angrenzen. In dem Fall 7. Das heißt, sie heilt im Moment so für 2,5% der Maximum Hitpoints. Das ist ein bisschen lasch. Das will auch niemand, wenn wir ehrlich sind. Okay. 10% DPS für alle Crusader, ja okay. Hat die wirklich eine Ist die gar nicht DPS? Ist die tatsächlich Healing? Ich bin verrückt. Ich werde verrückt. Nicht, ich bin verrückt. Ich bin vielleicht auch verrückt, aber ich hätte jetzt fest damit gerechnet, dass sie in dem Slot einfach DPS macht, aber okay. Ja, und damit wird das Healing nochmal verstärkt. Um 150%, wenn sie der einzige Heiler in der Formation ist. Was sie im Moment nicht ist, weil Mama Kang, glaube ich, eine Healing Ability hat. Okay. 25% DPS für alle Crusader, Level 200 Upgrade. Causes Princess Well, the Mermaid, to receive healing equal to 100% of the healing she does. Okay, das heißt... Da müsste sie jetzt nicht auch automatisch Heilung kriegen? Also prinzipiell sagt das, dass sie Heilung bekommt im Wert von 100% der Heilung, die sie ausgibt. Das heißt, sie müsste ja selber geheilt werden. Wird sie aber offenbar gerade nicht. Ich bin skeptisch. Ist aber auch schon ein bisschen sinnlos, weil grundlegend... Ja, also wenn ich so überlege, dass man halt irgendwann Iralon, wie auch immer, also den Level, den Slot 23 Elfen in der Formation hat, möchte man ja schon eher möglichst viele Heiler haben, oder? Ist sie da als einziger Heiler irgendwie sinnig? Ja, und hier erhöht sie noch den Schaden von allen Crusadern um 50%, wenn mehr Animal Crusader als Human Crusaders in der Formation sind. Okay. Das könnte bei mir sogar... Wobei, weiß ich nicht. Nee, ist bei mir nicht der Fall. Die Robots, also er zählt ja nicht als Animal. Die beiden sind auf jeden Fall Human. Also wir hatten ein Animal... 2. Ja, nee. Nee. Also, okay. Und ich brauche auch keinen Heiler, weil... Because fuck you, Heiler. Ich will halt keine Tankformation. Und wenn ich eine Tankformation mache, nehme ich garantiert nicht sie statt meinem Main Damage Dealer. Von daher, nett drüber gesprochen zu haben. Aber nicht für mich, bitte, danke. Also, die wird halt einfach nur EP-Lieferant. Und... wenn sie epische Items kriegt, auch noch weiter Schadenslieferant für Cell werden. Und das war's. Apropos, weitere Items. Wir machen mal die erste Jewel Chest. Wir haben noch gar keine erste Jewel Chest. Ich bin noch total im ersten Objective. Ich dachte, Mensch, mache ich schon mal die erste Jewel Chest auf, aber ich habe ja sie gerade erst rekrutiert. Dang it. Gut, dann... sehen wir uns im nächsten Objective wieder, würde ich sagen. Nur wenige Stunden später sind wir wieder da und kümmern uns um das nächste Objective, nämlich Girls Getaway. Das war ja das, wo dann nur die Ladies am Start sind und ist halt so ein Objective, ne? Also würde ich jetzt mal sagen. Was ich wahrscheinlich ohne größere Schwierigkeiten einfach durch Insta killen werde. Voraussichtlich. Finde ich gut. Kann ich entspannt nebenher machen. Ich würde ganz gerne Griffin eben nochmal mitnehmen. Also, ne, man sieht es ja wirklich. Also es sind wirklich auch nicht die kompletten Slots gelockt, sondern wirklich immer nur die männlichen bzw. die nicht weiblichen Crusader. Haben wir Crusader, die weder männlich noch weiblich sind? Wir haben auf jeden Fall einen Crusader, der beides ist. Die beides ist. Das beides ist. Nämlich Brood. Aber ansonsten... gibt es, glaube ich, keinen Crusader, der nicht entweder das eine oder das andere ist. Nun ja. Anyways, wir können jetzt aber definitiv eine Kiste aufmachen. Und das machen wir auch. Ich bin sehr gespannt. Ich
Ich muss erst mal überlegen, was waren denn... Ach, Pam und Siri waren vorher bei dem Event mit dabei. Okay, Epic Trinket ist okay, das wollte ich gar nicht, aber okay, das ist schon mal ein Rare für den neuen Crusader, das ist okay. Increase the chance of tips by 50%. Okay. Noch ein neues, das ist okay. Also zumindest zwei neue, das hätte schlechter laufen können. Über Rare und Ankommen kann man jetzt streiten. Aber das bedeutet ja, kann ich den trotzdem leveln und mir werden die Skills angezeigt? Ich kann ihn leveln, aber mir werden die Skills nicht angezeigt. Aber wenn er jetzt... Ach so, ja, ist natürlich die Frage, ob die Chance auf Tipps, also ob da 50% additiv draufkommen oder ob der Wert, der da ist, um 50% erhöht wird. Das ist die Frage. Das finden wir aber wahrscheinlich erst beim nächsten Objective raus. Ich würde eher auf Letzteres tippen, weil sonst hätte ich ja jetzt schon locker 100% und bräuchte einfach das epische Item gar nicht. So sieht es nämlich aus. Von daher, ja. Es gibt auf jeden Fall, ich habe bei den Achievements schon mal reingeguckt, eins, dass wir von irgendeinem Crusader 300% Bonusgold. Haben wir das schon bekommen? Wo ist es hin? Get a piece of equipment. Ach, hier. Stand da nicht. Ich habe einfach in die falsche Zeile geguckt. 300% extra Gold von einem Monster kriegen. Okay, das heißt, wir müssen. Ich kann mir den Namen nicht merken. Bernhard. Kleinen Moment. Whippy-a-yo. Entschuldigung, ich wurde mittendrin unterbrochen beim letzten Take von meinem Mitbewohner. Und dann dachte ich mir, ja, okay, muss ich jetzt auch nicht machen. Also, ich weiß gar nicht mehr, was ich an der Stelle sagen wollte. Irgendwas zu dem einen neuen Crusader, aber... Verliere ich jetzt schon wieder die Serververbindung? Wirklich? Es wäre dann ungefähr das 5. oder 6. Mal heute. Sieht nicht gut aus. Na? Ja, schön. Das ist jetzt, ich glaube, in der Tat das 6. Mal heute, weswegen ich halt bei diesem Event auch super langsam vorwärts komme. Normalerweise könnte ich halt alle Objectives längst durchhaben, aber nein. Verdammt. So, einmal das Spiel neu gestartet. Kurz das Spiel 30 Sekunden zugehabt. Warum? Ja, fliegen natürlich alle Grafiken aus dem Cache. Ist schon okay, ist okay. Kann man auch alles in Ruhe nachladen und das Spiel erstmal wieder laggen lassen. Stehe ich drauf. So, wo ich eigentlich ursprünglich stehen geblieben war, war hier bei Bernhard the Bartender. Das Achievement für bekommen einmal 300% extra Gold. Und ganz ehrlich, es muss ein Item geben, was das noch verbessert. Also was die reine Prozentzahl an Bonusgold erhöht. Sonst geht's nämlich nicht. Weil ganz ehrlich, ich habe diese Formation hier, abgesehen von Bernhard, voll mit Frauen. Oder voll mit weiblichen Crusadern. Damit ist das Ding ausgereizt am Maximum 280%. Da fehlen 20%. Und da das auch mit die größte Formation ist, ich glaube, größere Formationen gibt es nicht. Das sind 14 Slots, oder? 2, 4, 6... Ja, es sind 14 Slots. Und ja... Formationen mit 15 Slots gibt es nicht, also muss es letztendlich eigentlich noch, das dritte Item, was mir hier fehlt, muss eigentlich diese 20% extra Gold entweder als Standardwert oder den Wert pro Female Crusader, einen von beiden muss das erhöhen. Sonst ist das einfach schlicht nicht machbar. Ich wüsste zumindest gerade nicht wie. Das erhöht die Chance, das macht DPS. So, das eine erhöht ja auch wirklich nur die Chance. Hier hinten, das ist alles schön. Also es kann eben sein, dass es ein Item gibt, was hier Girls' Night einfach verstärkt. Krass, wenn es da ein episches Item gibt, was das von 20 auf 40% anhebt. Wäre das schon relativ krass, der Goldbonus. Andererseits habe ich
viel zu wenig Female Crusader in meiner Standardformation, als dass der sich lohnen würde, aber dann wäre es natürlich schon nett. So, ich würde sagen, machen hier nochmal Spawn Speed rein. Kann sich ja keiner mit angucken. Wir ziehen das hier eben nochmal durch, machen das Objective mal eben fertig. Es sind ja nur noch 20 Areas. Das geht schon. Dann habe ich nämlich nebenbei auch ein bisschen die Gelegenheit, nochmal über Assassin's Creed zu philosophieren. Mhm. Glückwunsch. Zu philosophieren, wollte ich sagen. Und damit meine ich nicht die Spiele, sondern den Film, den ich mir dann tatsächlich angeguckt habe. Und ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Also ich muss sagen, ich habe die Spiele nie wirklich gespielt. Ich habe so Couch-Let's Play gemacht. Quasi einem Mitbewohner beim Zocken zugeguckt. Also ich weiß, worum es geht, ne? Von wegen Konflikt, Templer gegen Assassinen. Und also ich kenne die ganze Grundstory letztendlich. Ich habe große Teile vom Spiel eben gesehen. Also vom ersten Teil und vom zweiten Teil, glaube ich, noch gesehen. Von den, keine Ahnung, es gibt ja inzwischen gefühlt 37 Assassin's Creed Spiele. Die späteren nicht mehr. Ja, von den ersten beiden kenne ich auf jeden Fall eine ganze Menge. Parts, von daher. Ich bin auch fast am Überlegen, ob ich da nochmal Bock habe, die selber zu spielen. Aber um auf den Film zurückzukommen. Meh. Also er ist nicht so scheiße, wie ich ihn erwartet hätte. Aber er ist schon irgendwie. Ich weiß nicht. Irgendwie holt er einen nicht ab. Bis zu einem gewissen Punkt ist er eigentlich echt gut. Also er hat ein paar ganz nette Kampfszenen mit drin. Spielt ja in der Vergangenheit dann im Madrid im späten 15. Jahrhundert. Das sieht halt alles irgendwie ganz cool aus. Vom Setting her ist das nett gemacht, was man da so sieht. Auch gerade so Blick über die Stadt ist eigentlich ganz cool. Und, auch was so den Anfang von der Story angeht, ist das prinzipiell alles okay. Aber was habe ich denn hier für lustige Grafikfehler drin? Oh Moment, habe ich keine Grafikfehler drin, sondern die silbernen Münzen haben dann entsprechend schwarzen Text? Manchmal habe ich hier so schwarzen Text drin gehabt. Jetzt nicht mehr. Seltsam. Ja, also, ne, das war storytechnisch bis zum gewissen Punkt halt alles irgendwie okay. Und dann gab es aber so unfassbar, ja, nicht unfassbar viele, aber es gab so Passagen, die dazwischen einfach so unfassbar unnötig, träge, bla, 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 Mr. Freeman waren. Das war wirklich alles so, oh, ganz ehrlich, das zieht es so unnötig in die Länge und dieser ganze Dialog bringt diesen Film überhaupt nicht weiter. Können wir uns diesen Dialog bitte schenken? Und jetzt nicht falsch verstehen, ich habe halt nichts gegen irgendwie sinnige Dialoge in irgendeiner Story. Ich gucke mir halt auch seltsame Arthouse-Filme an, die zu 90% aus Dialogen bestehen und zum Rest aus hauptsächlich komischen Szenenbildern mit Musik. So. Ne? Also das ist es halt gar nicht, aber die Dialoge sind halt alle so belanglos. Also auch nicht alle, aber zum Teil ist es halt wirklich so, boah, bitte, wer schreibt denn sowas? Das ist halt wirklich so, das nimmt der Story halt irgendwie so ein bisschen den Wind irgendwie raus. Das Ende, ich spoilere es jetzt nicht, aber ich fand es absolut sinnlos. Mir kann halt niemand erzählen, dass 500 Jahre lang niemand auf die Idee gekommen ist, auf die, die dann kommen. So, nein. Einfach nein. Das ist halt einfach too obvious. Das ist einfach so, nee. Und was auch noch mein Problem war, oder eins meiner Probleme mit ist, die Action-Szenen sind teilweise so super hektisch geschnitten. Ich bin halt echt froh, dass ich den in 2D gesehen habe, nicht in 3D. Weil in 2D hat man in den Action-Szenen schon teilweise einfach nichts erkannt. Also es ist einfach irgendwie 3-4 Schnitte pro Sekunde. Du kommst mit dem Auge einfach gar nicht mehr so schnell hinterher, um zu erfassen, was da eigentlich passiert. Und das sieht dann halt auch nicht toll aus. Also es ist halt so, ja, okay, es ist schnell, es simuliert Action, das ist schon klar, hier passiert irgendwas Krasses, aber ich kann leider nicht erkennen, was, schade. Also das hatte so leichte Anflüge von Taken 3, 96 Hours 3, hier mit Liam Neeson, der war auch unfassbar mies geschnitten. Und das hatte Assassin's Creed eben auch so zwischendurch so ein bisschen, wo ich denke so, okay, ich hätte diese Action-Szene, glaube ich, ganz cool gefunden, weil sie teilweise auch eine ganz nette Choreografie drin haben in den Kämpfen, aber man erkennt
einfach in manchen Szenen nichts. So. Ja, nee. Und danke. Und das. Und eben mit diesem schäbigen Ende dazu, das war so. Also insgesamt definitiv nichts, wo ich sagen würde, muss man gesehen haben. Ist definitiv nicht die schlechteste Spieleverfilmung, mit Abstand nicht, aber ist auch definitiv keine gute Spieleverfilmung, finde ich. Außer was ein Kumpel anmerkte, der noch mit war, sie haben auch für meinen Geschmack tatsächlich zwischendrin ein paar viele Szenen, wie er dann im Animus hin und her wirbelt. Also du hast halt irgendwie Kämpfe im antiken Spanien dann oder im antiken Madrid und dann haben sie halt immer und immer und immer wieder Szenen, wie er halt im Animus eingeklinkt ist und da halt auch in dem Ding halt genau diese Bewegung mitmacht und das ist halt irgendwie ein, zweimal oder dreimal meinetwegen auch noch ganz cool zur Erklärung, okay, ja, ne, während er in dem Gerät hängt, macht er genau diese Bewegung und er erlebt das quasi, ist okay, habe ich verstanden. Aber so beim 12. Mal denke ich mir so, ja, tut mir leid, kann ich nicht einfach die Kampfszene sehen, jetzt wo sie ausnahmsweise mal nicht super hektisch geschnitten war? Es war alles irgendwie so ein bisschen unglücklich gemacht. Also halt nicht so richtig, richtig scheiße, aber auch nicht so richtig toll. Das, ich weiß nicht. Irgendwie, nee. Nee, hat mich nicht super glücklich gemacht. Nicht so richtig. So, wir müssen dran denken. Unbedingt dran denken. So, massiv raus damit. Wir haben es ja. Das reicht dann auf jeden Fall. So, Objective geschafft. Bitte, danke. Das resette ich jetzt auch nicht übers Mobile. Das ist mir wurscht. Nee, da wollte ich gar nicht hin. Warum? Das ist die Reset Hold Ability. Dankeschön. Dann resetten wir den Scheiß doch mal. Ich bin gespannt. Dann gucken wir uns den Anfang vom nächsten Objective nochmal an und dann bin ich, glaube ich, für heute auch durch. Die Kiste machen wir auf jeden Fall noch auf. Getaway complete. Nice. So, Don't Get Sunburned. Ach, das war das, wo man, wo man seinen Main DPS tauschen musste. Das ist okay. Habe ich jetzt gerade das Achievement bekommen? Ja, Moment, ich glaube, ich habe das Achievement bekommen für 33.000 Tokens, ne? Lasst mich mal ganz kurz die Troller da reinpacken. Ich will nachgucken. Ich habe aber nicht das für... Nee, das habe ich nämlich nicht bekommen. Okay. Aber dann wahrscheinlich das für... Oh Gott, das finde ich doch jetzt hier nie wieder... Ein Achievement habe ich gerade bekommen, aber das wird vermutlich das für 33.000 Tokens gewesen sein. So, wo ist denn hier die erste Event-Rutsche hier? Ja, genau, das 33.000 Tokens, alles klar. Kiste, bitte, danke. Time-Turner ist okay, Golden Ring ist okay. Toll. Ganz toll. Vier offene Slots und ich bekomme... Reanimated Seahorse, krass. Ein Zombie-Seepferdchen, wie gut ist das denn? Also nicht, dass ich für die wirklich Equipment bräuchte, aber wir nehmen es halt natürlich mit, ne? Prinzipiell auch gerne in Episch, einfach für den Schadensbonus. Wir bekommen noch Idols, sehr schön. Kann ich ja fast die Stats nochmal anpassen. So, und passenderweise Storming the Castle. Als wenn diese Grafik jemals laden würde. Wie lange habe ich das Spiel jetzt offen? Die Grafik muss nicht laden, ne? Ah, jetzt. Fantastisch. So, sie deckt hier nämlich alle drei ab und ich kann hier einfach irgendwen mit dazu schmeißen. Dich zum Beispiel. Und dann noch mehr EP holen. Das finde ich... Ganz ehrlich. Oh, hat's funktioniert? Ich werd verrückt. Unglaublich. Dachte schon, das wäre schon wieder gewesen. Die schmeiß ich da mal. Schmeiß ich dich da? Nee.
3 Stunden 46 ist mir eigentlich zu lang, aber ansonsten habe ich hier auch nicht wirklich wen, den ich da reinpacken könnte. Dich aus Prinzip. Nee, alles nicht so geil. Naja, passt schon. Alright. Dann mache ich mir mal irgendwie ein bisschen Gedanken. Ich glaube, die erste Stunde kann ich wahrscheinlich locker Veronica alleine den ganzen Spaß machen lassen. Würde ich mal schätzen. Und dann kann ich mir so in einer knappen Stunde überlegen, wen ich da reinpacke noch. Ja, naja, das wird dann wahrscheinlich auch sehr entspannt, weil ich ja eben nicht von Anfang an die Formation vollklatschen muss, sondern einfach sagen kann, ach komm, wir packen hier erstmal den Washed Up Hermit noch mit rein. Das können wir in der Tat machen. Einfach aus Prinzip. Ist ja dann doch ein bisschen mehr Schaden. Packen den einfach nach vorne. Sie bufft ihn ja trotzdem. Er kriegt seinen Bonus. Und wenn der durch ist, kann ich einfach Draco reinpacken. Oder Sarah. Oder Sal. Oder Nate. Oder irgendwen anders. Auswahl ist ja groß genug. Von daher, ich würde sagen, wir beschließen das Princess Pool Party Event, naja, noch nicht komplett hier, das läuft ja noch eine Weile, aber die Folge ist jetzt auf jeden Fall erstmal durch. Geht jetzt wahrscheinlich, keine Ahnung, ich habe jetzt hier 5 Teile draus gemacht, 6 Teile, keine Ahnung, wie oft ich geschnitten habe, zu oft. Keine Ahnung, geht wahrscheinlich auch schon wieder eine Dreiviertelstunde. Von daher, vielen Dank fürs Zugucken bis hierher. Einen angenehmen Tag wünsche ich noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.